So, einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Haben wir noch ein paar Pips im Sack? Das Nikolaus Spezial. Ja, und bei dem Thema kann es eigentlich nur mit Thorsten Helbig sein. Freue ich mich sehr, dass er heute mit uns das Webinar hier macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt an den Nikolaus übergebe, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis besprechen, auch wenn das eher eine Präsentation vielleicht sein wird heute. Nichtsdestotrotz bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung verstehen. Es dient nur zu Schulungszwecken, ganz wichtig. Und noch wichtiger ist, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Gut, dann, lieber Thorsten, übergebe ich jetzt den Bildschirm. Freue mich auf das Webinar und wünsche viel Spaß. Ja, danke. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ihr seht. Eine Plattform und eine Webcam bzw. eine Übertragung, aber da steht noch keiner. Da steht noch keiner. Da ich ja in der Wir-Form geredet habe, habe ich beschlossen, wir machen das Webinar heute zu zweit. Alleine habe ich immer Angst, ne? Deswegen haben wir gesagt, okay, ich bringe den Nikolaus einfach mit. Ne? Purzel. Moin, moin. Also, jetzt darfst du laufen. Die Leine ist ein bisschen länger. Also, wir machen heute eine Live-Veranstaltung, wie fast immer oder wie immer. Ich habe beschlossen, heute nicht groß im Chart rumzuhacken, weil, so wie Nelson vorhin ganz richtig sagte, werden wir dann oder hätten wir wahrscheinlich das Webinar dann verschoben, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn die US-Börsen zu haben oder nicht offen haben, macht es einfach keinen Sinn, nachmittags hier irgendwie mit Gewalt was rauszuholen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder pennt der Markt wie verrückt, dann ärgern wir uns die Pest und dann neigen wir dazu, sinnlos Positionen zu platzieren und sinnlos Geld zu verbrennen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist dann der, wenn wir doch Wohler haben, dann ist sie nicht dem Markt geschuldet, sondern dann ist sie fehlendem Volumen geschuldet. Und im fehlenden Volumen rumzuhacken, ist genauso schädlich. Aufgrund dessen habe ich beschlossen, mal ein paar Fragen zu beantworten, die uns schon lange angetragen werden. Immer wieder das gleiche Prozedere, wenn Leute uns auf der Messe sehen oder wenn Leute uns im YouTube-Kanal mal besucht haben, dann kommt immer wieder die Frage, was macht ihr eigentlich, wer seid ihr eigentlich? Wir haben auf YouTube immerhin ca. 1000 Videos hinterlegt, die seit 10 Jahren dort hochgeladen werden. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Und dritte Frage kommt oft, warum macht ihr das, was ihr macht, so früh? Jetzt muss ich euch mal ganz kurz allein lassen, weil ich muss einmal an meinen Schreibtisch gehen und eine Präsentation starten. Die Frage stellt sich ja oft, das ist unser einziges Chartbild. Das ist unser Chartbild, was wir den ganzen Tag nutzen und überwiegend damit unser Geld verdienen. Wie kommen wir dazu? Warum machen wir das? Wie machen wir das? Diese ganze Geschichte würde ich jetzt ganz gerne mal zusammenpacken und etwas davon zeigen, wenn es recht ist. Okay, das Live-Special mit Live-Trading, na gut. Live-Trading haben wir ja gesagt, lassen wir ausfallen, aber Live-Trading heißt ja, haben wir noch ein paar Pips im Sack. Wer sind wir? Was tun wir? Wir sind eine kleine verrückte Community, wenn ich das so sagen darf. Das funktioniert so nicht, glaube ich. Ja, entweder Webcam oder, das ist jetzt doof, entweder Webcam oder PowerPoint. Ich entscheide mich für die PowerPoint. Webcam machen wir danach. Schade. Schade, schade, schade. Das ist jetzt echt doof.
Ja, die Kamera kannst du ausblenden, habe ich dir schon abgenommen. Brauchst du nicht. So, ich entscheide mich für die PowerPoint und ohne Webcam. Was machen wir? Mein Name ist Thorsten Helbig, ich bin über 50, um das mal gelinde auszudrücken. Ich bin noch keine 60. Das Bild ist schon ein paar Jahre älter und ich kam da frisch aus der Maske bei der Geschichte, was ihr hier gerade seht. Ich bin Inhaber der Firma Forex Pro Systeme. Wie kommt man auf so einen verrückten Laden wie Forex Pro Systeme? Ein ganz kurzer Abriss, weil viele kennen schon ein paar Sachen von mir. Ein ganz kurzer Abriss. Ich bin seit Mitte der 90er an der Börse aktiv. Wir im Aktienhandel bis ungefähr 2000, bis zum Zusammenbruch des neuen Marktes habe ich dort relativ oder sehr aktiv Aktien gehandelt, immer so nach dem alten Motto, so beim Banker angerufen und kauf mir die Aktien zu Kurs X. Und dann rief der wieder zurück und sagte, ja, wir sind auch schon bei Kurs Y und und. Also diese ganz alte Schule, dieses ganz alte Spiel. Allerdings nicht so ein altes Spiel, dass ich noch eine Stochastik auf Pergamentpapier oder Kurse auf Pergamentpapier gezeichnet habe. Das überlasse ich anderen. Das heißt, ich habe mich mit Analysen beschäftigt. Ich habe über OnVista mir damals Bilanzen gezogen, habe Firmenbilanzen auseinandergepflückt und habe mich viel auf Biotech- und Pharmaaktien konzentriert. Habe zeitweise richtig viel Geld verdient, richtig gutes Geld verdient und habe dann im neuen Markt auch sehr viel Geld verbrannt. Wie viele von uns. Da habe ich mich ein bisschen verabschiedet aus der ganzen Geschichte. Dann kam der elektronische Markt langsam auf. 2003, 2004, dann habe ich 2004 wieder angefangen, mich damit zu befassen, mir das mal ein bisschen zu beleuchten. Und 2006 kam dann so ein verrückter Vogel und meinte, er hat Ahnung vom Forex-Markt, er beherrscht das richtig. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, was hast du vor? Und dann sagt er, er will einen gemanagten Account, also er privat, ohne Zulassung, ohne alles, will den gemanagten Account handeln, will dort 100.000 im Portfolio haben, 50.000 im Portfolio haben. Und die will er zusammenwürfeln. Dann habe ich gesagt, pass auf, mein Freund, du kriegst von mir die Hälfte. 25.000 packe ich bei dir rein. Du handelst das mit, wir teilen uns die Rendite, aber versprich mir, in einem Jahr kann ich das auch. Der saß auf Malle, dann bin ich mit meiner Frau nach Malle geflogen. Ersten Advent 2016, also vor genau 12 Jahren, sind wir dahin geflogen, haben uns den Vogel angeguckt und waren uns auf dem Rückflug, waren wir uns einig, der Mann kann nichts. Aber der Markt hat mich gereizt, habe ich angefangen, mich mit diesem Markt zu befassen. Und habe dann angefangen, mich mit Währung zu befassen, weil langsame Geschichten sind für mich nichts. Ich brauche Feuer, ich brauche Bewegung, ich brauche Vola, ich brauche Leben im Chart. Also habe ich mir den ganzen Spaß angeguckt. Demokonto, so wie jeder andere auch. Großes Demokonto, Vollgas, Vollspeed, das Demokonto hochgerissen wie ein Bekloppter. 30% in 2 Wochen auf das Konto genagelt. Ich war der geilste Trader Europas. Der obergeilste Trader Europas. Weil wer macht schon 30% in 2 Wochen, 2, 3 Wochen ungefähr? Das ist die Krux vom Demokonto. Das Gefühl kriegen wir alle vermittelt. Alle, die im Demokonto mal anfangen, kriegen genau diese Nummer vermittelt. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, weil vom Demokonto haben wir keine Angst. Jetzt könnt ihr euch einen Zettel rausnehmen und schreibt euch schon mal den Begriff Angst auf den großen Zettel, weil das ist der Killer, den wir haben. Genau deswegen machen viele im Demokonto Gewinne und genau deswegen machen sie im Live-Konto ihre Verluste, weil sie aus Angst diese Position platt machen. Aber die Verluste laufen lassen, nämlich immer noch in dem Glauben, wieder Gewinne zu machen. Die haben Angst, Verluste zu realisieren. Ich war genau so ein Typ wie alle anderen auch. Ich habe Gas gegeben, ich habe ziemlich große Positionen gehandelt, ich habe sehr viele Positionen gehandelt, ich habe ein Regelwerk nach dem anderen gehabt, ich habe auch ein Regelwerk mit dem anderen vermischt, immer wieder. Weil ich immer gesagt habe, wenn Regelwerk A funktioniert, dann Regelwerk B funktioniert auch, dann mache ich einfach mal A und B und schmeiße die einfach mal zusammen und dann funktioniert das. Das kann man so vergleichen wie in der Autobranche. Wenn ich da einen Porsche mit einem Trabant mische, dann kann das funktionieren. Nee, kann nicht funktionieren. Es funktioniert nur dann,
wenn ich den Zweitaktmotor, also den Motor aus dem Trabant, nehme und den Porsche als Scheibenwischermotor einbaue, dann wäre das eventuell eine Chance, dass die beiden irgendwo miteinander harmonieren. Alles andere funktioniert nicht. Der Porsche verreckt, wenn er mit dem Trabantmotor unterwegs ist und der Trabant, da fliegen die Fetzen auf der Autobahn, wenn man den Porsche-Motor einbauen würde. Und genauso ist es hier auch. A ist A und B ist B. Ich habe sehr lange gebraucht, das zu begreifen. Ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Hat mich fast meine Existenz gekostet. Toi, toi, toi. Wo ist hier Holz? Tack. Toi, toi, toi. Ist es so, dass wir nie daran kaputt gegangen sind. Aber wir sind heute auch nur an dem Punkt, weil wir unserem Motto oder treu geblieben sind. Und wenn man irgendwas anfängt und man dafür brennt, dann sollte man das auch tun. Wenn ich heute eine Frau oder ein Mädchen, heute nicht, damals, heute bin ich ja glücklich verheiratet, wenn ich damals in meiner Jugend irgendwo eine Frau kennengelernt habe, die ich unbedingt, oder ein Mädchen kennengelernt habe, die ich unbedingt haben wollte, ich habe für die gebrannt, habe ich auch nicht locker gelassen, oder? Bis es irgendwann funktioniert hat. Oder ich habe so eine geknallt gekriegt, dass ich sage, okay, mit der, das wird nie was. Und genauso ist es hier an der Börse auch. Wir müssen einfach dranbleiben, immer wieder, uns immer wieder rantasten, immer wieder Versuche starten, immer wieder, so lange, bis wir entweder den ganzen Kram begriffen haben und sagen, okay, hier können wir ein bisschen Geld verdienen, das geht nur mit Disziplin. Oder bis wir so eine geknallt kriegen, wir sagen, okay, ich lasse es lieber. Die Jungs, die lasse ich lieber in Ruhe. Das heißt, wenn ich jetzt so eine 140 Kilo Frau, die eigentlich Kampfschwimmerin ist, anbagger und die ballert mir eine, dann mache ich einen dreifachen Salto rückwärts und dann würde ich wahrscheinlich die Finger von der Frau lassen. So ist es ja auch. Wenn ich hier so eine geballert kriege, dann würde ich hier auch die Finger davon lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sehr viel Geld verloren. Ich wollte dieses Geld nicht zwingend wiederhaben. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Das wird sowieso nichts. Das Einzige, was ich erreichen wollte, ich wollte Konstanz erreichen. Und daraus ist unser Euro-Pro-System entstanden. Oder mein Euro-Pro-System. Euro-Pro ist meins, mein eigenes System, mit dem ich meinen Lebensunterhalt erziele. Und das sieht im Chart so aus. Das ist mein ganzes Chartbild. Dieses Chartbild besteht, ich mache es mal in 5 Minuten, besteht aus einer Wolke. Zack, ich muss meinen Chart in den Vordergrund holen, dann sieht man das auch besser. So. Wir haben hier eine einzige Wolke drin. Wir haben verschiedene Farben im Hintergrund, also rot oder blau. Und wir haben verschiedene Linien drin, die heißen bei uns nicht Unterstützung und Widerstände, sondern die heißen bei uns Zielbereiche. Was will uns diese Nummer sagen? Wir haben in Verbindung zu den Hintergrundfarben und zu dieser Wolke haben wir ein ganz bestimmtes Regelwerk. Dieses Regelwerk gleicht den 5-Minuten-Chart mit übergeordneten Charts automatisch ab. Also die Indikation, die wir hier hinterlegt haben, die gleicht den übergeordneten Chart, 15-Minuten-Stunden-Chart und so weiter gleichen hier ab. Dazu gibt es ein Handbuch mit einem Regelwerk, wie das zu handeln ist. Wir handeln nie Ausbrüche, sondern wir handeln immer die Korrektur. Ausbrüche sind für mich, aber es ist auch nur meine Sichtweise. Ich weiß, Michael Vogt wird mich dafür killen. Nein, wird er nicht. Dazu haben wir oft genug darüber diskutiert. Aber ich bin der Meinung, dass solche Sachen wie Markttechnik, Bücher der Markttechnik und so weiter überarbeitet werden müssen. Warum ist das so? Weil, wenn die Ausbrüche über einem neuen Hoch gehandelt werden sollen oder gehandelt werden wollen, das habe ich nämlich jahrelang gemacht oder immer wieder gemacht. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Ich will jetzt hier diesen Bruch über diesem Hoch, den will ich jetzt, das ist jetzt nicht gut. Muss mal ganz kurz gucken, dass ich meine Skype hier beenden kann, sonst. Muss ich nur hin. Weg. Hoffe ich, dass die Mannschaft sich zurückhält hier. Wir haben eine Skype-Gruppe und die habe ich hier auf dem Rechner noch laufen. Und wenn die jetzt was einblenden, aber ich kann, glaube ich, den Chart hier
nur bereinigt, dann ist das, glaube ich, weg, ne, Nelson? Ist dein Chart wieder zu sehen, ja. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt auf bereinigt gehe, dann sieht man auch die Einblendung unten nicht, wenn sich einer über Skype oder sowas irgendwie meldet, ne? Okay, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber sage dir Bescheid, wenn da wieder was auftaucht. Ja. Okay. So. Das heißt, wir haben dafür ein bestimmtes Regelwerk. Wir haben heute Morgen in unserem Live-Webinar haben wir, ich habe die Linie immer noch drinnen gelassen. Das war unser Entry heute früh und unser Ziel war die 46. Spätestens bei der 46 wollten wir einen Teil der Position, also unser Tagesziel, irgendwie glattstellen. Wir sind hier unten in diesem Bereich rein bei der 26. Da liegt die Linie. Hier in diesem Zeitraum war heute Morgen unser Webinar. Hier in diesem Bereich 1.13.23, 1.13.25 wollten wir rein. Daher kommt diese Linie noch. Ziel war unser Zielbereich hier oben, die 46. Wenn wir an dem Ziel aussteigen, geht unser Take Profit, unsere Nummer, ganz kurz, ganz knapp darunter. Dann ein Rücklauf, da hat man sein Tagesziel drin. Dann kann man überlegen, ob man mit einer kleinen Position nochmal die Nummer startet, wenn dann der nächste Zielbereich kaputt ist. So, nur mal hier kurz den Rückblick von heute dazu. Ist meine PowerPoint weg? Einmal mit Profis arbeiten, ne, sagt Nelson immer so schön. Okay, jetzt will ich euch mal grobe Richtung erklären, wie wir damit umgehen, warum diese Zielbereiche und warum Europro. Es wird bei uns immer die gleiche Frage aufgeworfen. Wie handelt ihr die Zielbereiche oder wie handelt ihr Europro? Da gibt es auch eine Kombination, kann man auch beides handeln. Kann man Europro und Zielbereiche zusammen handeln? Das habe ich jetzt einmal zusammengepackt. Wir haben ganz bewusst ein zeitnahes Bild geholt und das könnt ihr bitte, bitte, bitte auch im Chart nachvollziehen. Wir haben hier den 14. November diesen Jahres, also vor gut zwei Wochen, den 14. November diesen Jahres, das ist der Stundenchart. Im Stundenchart sehen wir, haben wir ganz klar nach den Tiefs und nach einer eventuell entstehenden inversen SKS in diesem Chart. Ich weiß, der eine oder andere sieht sie nicht, will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber es passt ungefähr. Nach einer eventuell entstehenden inversen SKS haben wir einen sauberen Aufwärtstrend. Wir haben drei Bewegungen im Aufwärtstrend hinter uns. Ich kann ja mal versuchen, meine Sack. Ja. Genau. Wir haben dort die Bewegung weg. Wir haben hier die erste Bewegung weg bis dahin. Hier beginnt die zweite, hier endet die zweite. Die zweite ist länger als die erste und dann startet hier die dritte und die dritte ist wieder so lang wie die erste, die zweite ist länger. Damit war erstmal klar, dass hier ziemlich Schluss ist. Wir sind hier jetzt im Korrekturmodus. Wenn ich hier auf diese Bewegung von da bis da ein Fibo lege, sind wir hier in diesem Bereich, genau im 61,8er, 66er Bereich ungefähr, wo wir 76er Bereich, 76,4 um genau zu sein, wo wir uns im Korrekturmodus befinden. Das heißt, ein Blick darauf heißt, wenn wir Euro pro handeln, und das ist mein Hauptansinn, wenn wir Euro pro handeln, wollen wir aufwärts handeln. Das heißt, wir haben einen Aufwärtstrend. Das heißt, wir bevorzugen zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Muster bevorzugen wir Long Trades oder ziehen die Short Trades einfach vor. Weil, warum tun wir das? Weil die meisten Händler long unterwegs sind. Die Amis haben heute Pause, ja? Weil die meisten Händler hier long unterwegs sind. Wir sehen es, wir haben einen sauberen Aufwärtstrend. Übergeordnet sind die Jungs long unterwegs. Deswegen werden auch wir uns überwiegend long orientieren. Hier haben wir das gleiche Spiel nochmal im M15. Im M30, im Stundenchart sieht es so aus, in 30 Minuten sieht es so aus und in 15 Minuten sieht es so aus,
dass wir da unterwegs sind. Wir sind auch hier sauber im Korrekturmodus und dieser Korrekturmodus stellt einen Abwärtstrend dar. Im Chart sieht die ganze Geschichte dann im 5-Minuten-Chart so aus. Wir sehen diese Bewegung nach oben und wir sehen über Nacht diese abfallende Korrektur. Und wir sehen am nächsten Morgen, wie unsere Zielbereiche anfangen zu laufen. Das heißt, die werden morgens ab 7 Uhr, werden unsere Zielbereiche, die hier, diese Linien, die wir hier haben, werden morgens pünktlich um 7 Uhr, werden die automatisch angezeigt. Da, wie man sieht. So, wie starten wir jetzt? Und man kann sich, glaube ich, noch die Aufzeichnung vom 14. angucken. Mein Ziel ist es in diesem Fall, wenn wir so ein Chartbild haben, wie an dem 14., ich habe ganz bewusst diesen Tag gewählt, um einfach mal zu vermitteln, wie handeln wir die Zielbereiche und wie handeln wir die Zielbereiche in Verbindung mit Euro Pro. Wir haben hier diese abfallende Nummer, wir haben hier vorher die Aufwärtsbewegung und wir haben hier unsere Zielbereiche. Wenn ich dieses Ziel, diesen Bereich hier sehe, ist das Idealszenario, wenn ich beides parallel handeln will oder in der Kombination handeln will, dann will ich idealerweise diesen Zielbereich hier unten erwischen. Damit man das auch in der Aufzeichnung nachher sieht, nicht immer nur eine Maus hin und her flitzt, machen wir das mal richtig. Dazu haben wir ja die Technik. Ich benutze die eigentlich viel zu selten. Wir haben hier einen dicken Zielbereich. Wir haben hier den ersten unten und hier den zweiten. Wir wollen diese Bewegung, die wollen wir nach oben wieder ziehen. Wir wollen so tief wie möglich einsteigen. Jetzt sehen wir dieses ganze Gedöns, was wir hier haben, was sich dort irgendwo austümmelt, morgens um diese Zeit. Also warte ich idealerweise, bis wir hier unten hinlaufen, bis an diese Zielbereiche, die wir dort haben. Da, um sie nochmal zu zeigen, einmal da, einmal da, einmal da. Idealerweise nehmen wir den zweiten hier unten. Ups. Den zweiten hier unten. Dort sollte er nach Möglichkeit hinlaufen. Ist meine Maus weg. Auch nicht schlecht. Ja, Technik, die begeistert. Okay, das heißt, wir haben diesen Morgen abgewartet, bis er sich da oben austobt. In dieser Seitwärtsrange haben wir im Markt nichts zu suchen. Jetzt gucken wir uns das Spiel mal an. Jetzt muss ich mir eine Brille aufsetzen, um die Zeit irgendwo zu erfassen, weil wir haben es nachher schon nach 9 morgens. Es ist schon etwas später. Und wir sehen, wie er sich langsam Stück für Stück hier runterhangelt. Wie er langsam Stück für Stück ein Zielbereich nach dem anderen abarbeitet. Und wir sehen, als er sich diesen hier holt, marschiert er durch hier runter und dann dümpelt er hier eine ganze Weile hin und her. Einmal, zweimal, dreimal. Hier haben wir das erste Tief knapp über dem Zielbereich. Hier das zweite Mal werden die Limits von diesem Tief geholt. Dirk, der scalpt den DAX ganz gerne so zum Beispiel, dass hier Limits liegen, um nach oben abzugehen. Hier werden nachher die Stops geholt von diesen Limits, die hier schon geholt wurden, die hier schon mal hoch sind. Dann liegen die Stops hier unten. So, und dann haben wir hier eine schöne Kombination. Dann sagen wir, okay, der Zielbereich scheint zu halten. Wir haben hier einen 1, 2, 3, fast vierfach Boden. Wir haben hier eine schöne Umkehrformation. Da. Und dann kann ich anfangen, dieses Ding dort unten zu handeln. Das heißt, wenn ich übergeordnet nach oben orientiert bin, ich muss mir vorher eine Richtung klar werden, welche Richtung will ich haben. Und ich will ja die Richtung haben, in die Richtung, wo die größte Herde hingaloppiert, weil ich will ja mitgaloppieren, ne? Ich will ja nicht dagegen rennen. Ich habe mir das gerade in Afrika mal angeguckt, wenn dann 2.000, 3.000, 4.000 Gnus auf einmal ankommen. Die rennen alle miteinander. Rennt eins dagegen, kannst du darauf warten, dauert keine 5 Minuten, ist es tot. Und das ist hier genau das Gleiche. Solange wir mitrennen, alles gut. Rennen wir dagegen, gibt's was auf die Fresse. Sorry, gibt's was an die Ohren. Ich soll mich benehmen, hat der liebe Nelson verlangt. Hat er gesagt, ich soll ordentlich sein. Ne? Aha, und seit wann hörst du auf mich?
und nur gucken, ob du das Mikro ausmachst, wenn du schnarchst. Das heißt, diese Umkehrformation hier unten, die kann ich benutzen, um mich dort rein zu skalieren oder rein zu kaufen mit einer kleinen Position. Kleine Position heißt auch kleines Risiko. Die meisten oder die häufigsten Fragen tauchen auf, wenn ich sage, okay, wie pyramidisierst du? Wo startest du? Wie pyramidisierst du, wenn du so eine Nummer aufstockst? Das ist jetzt so ein typisches Ding. Ich habe hier noch nach Euro Pro überhaupt nichts zu suchen. Gar nichts. Dieses Gewurstel, was da oben ist, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Hier irgendwo reinzugehen, das kostet nur Nerven und kostet vor allem, was Nerven kostet, kostet Geld. Das Einzige, was funktionieren würde, wäre, wenn wir hier runtergehen, dann eine saubere Korrektur kriegen. Eine saubere Korrektur haben wir ja auch nicht. Der hat lediglich die Zielbereiche hier unten abgearbeitet. Also fange ich hier in diesem Bereich an, irgendwo in diesem Bereich hier mir eine kleine Position zu platzieren und den Stop mit 3-4 Punkten darunter hinzulegen. Da ich mit einer kleinen Position arbeite, sprich, ich handle in der Regel mit 3 Standardlots. Nehmen wir mal, wenn einer seine Standardgröße hat. Rechnen ist nicht so meine Stärke, ne? Kopfrechnen ist schwach und an der Tafel geht schon gar nicht. Deswegen mache ich das so mit einfachen Zahlen. Please speak slowly and simply words. Ne? Das war immer mein Hauptsatz, als ich durch Amerika gefahren bin. Genauso halte ich das hier mit dem Deswegen halte ich das auch hier so mit der Mathematik. Wir haben, nehmen wir mal an, 3 Standardlots ist die Nummer. Das heißt, ich kann dort unten in diesem Zielbereich, in dieser Nummer, kann ich ganz entspannt, kann ich eine Position platzieren. Ich kann mir sogar erlauben, den Stop 3-4 Punkte unter die Tiefs zu legen, weil diese Position, die ich jetzt da unten eingehe, die ist nicht dafür da, um mein Lebensunterhalt zu verdienen. Mein Lebensunterhalt verdiene ich mit Euro Pro. Sondern die Position da unten mit einem kleinen Risiko. Hat jemand eine Ahnung, wofür die da ist? Warum ich die da unten eingehe? Warum ich diese Nummer gegen den Trend, gegen den Haupttrend oder gegen diese Bewegung, warum ich die hier unten eingehe? Warum hier mit einem Lot? Zielbereichshandel, ja. Tagesziel, nein. Tagesziel will ich mit Euro Pro erreichen. Warum mache ich genau diese Nummer hier unten? Und in der dritten Position. Mein Tagesziel sind 12 bis 15 Punkte. Setzen wir mal frecherweise oben an. 15 Punkte. Ich habe aber nur eine dritte Position. Das heißt, mit der dritten Position muss ich dieses Ding 45 Punkte laufen lassen. Das wird nichts. Sondern, noch jemand eine Idee? Frage, hat auch jemand eine gute Idee? Hubert, damit hätte ich noch gar nicht gerechnet. Nee. Trendwechsel und so weiter ist ja nur die Trendwechsel und Zielbereiche und so weiter, die Formation passt und so weiter, die ganzen Antworten, alles gut, klar passt das alles. Ausschlaggebend ist dafür mein Zielbereich. Aber warum gehe ich diese Position dort unten ein und warum warte ich nicht auf mein Regelwerk Euro Pro? Und Hubert hat das auf den Punkt gebracht. Wie hat die eine von den Grünen gesagt, deswegen hätte ich es Hubert gar nicht zugetraut jetzt hier. Wie hat die eine von den Grünen, habe ich gerade ein Bild geschickt gekriegt, 30% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Und da habe ich die Ossis noch gar nicht mitgerechnet. Hat die gute Frau von den Grünen von sich gegeben. Tja, Schnittlauf, ne? Aus dem Grünen in Hohl tritt nur ein Bümmeln auf. Aber die Antwort, Hubert, ist genau die richtige. Gewinne sammeln für den nächsten Trade. Das heißt, ich kann hier unten anfangen. Und ich habe ja in diesem Bereich eine Spanne, ich dachte, der Kurs wäre besser, 64. Wir haben, ich kann es hier auf der Leinwand leider nicht erkennen, wir haben dort eine Spanne, meine ich mal, von circa 30 Punkten, 25, 30 Punkten.
Das heißt, meine Nummer, sie ist dafür da, um Euro pro kann ich erst hier oben handeln. In 5 Minuten brauche ich einen Trendbruch. Hier habe ich erst die Aufwärtstrenddefinition oder hier habe ich erst den Abwärtstrend gebrochen und dann brauche ich eine Korrektur und dann brauche ich wieder das Ding nach oben. Das heißt, nach Euro pro Regelwerk ist mein Trend schon ein Stück gelaufen. Zielbereich hier, entgegengesetzt des Haupttrendes. Das heißt, ich würde jetzt nicht an den oberen Zielbereichen shorten, sondern wir haben den Haupttrend komplett im Stundenchart nach oben. Also suche ich mir Zielbereiche unten. Die Idealkombination. Also steige ich dort unten ein mit einem Lot, ziehe das Ding nach oben und genau wenn wir an diesem Punkt sind, den wir jetzt hier gerade sehen, muss ich an den Schreibtisch rennen. Oh, ich bin nachher mal gespannt, wie viele Schritte ich heute gelaufen bin hier. Ist ja irre. 7 Meter jedes Mal. Hermann Josef Schn aus dem tiefsten Sachsen, irgendwo zwischen Leipzig und Dresden, glaube ich. Heizungsmonteur, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir beide haben 2008 oder 2009 schon telefoniert. Ah, nee, ich verwechsel dich. Sorry. Münsterland. Alles klar, du bist auch keine Heizungsmonteur. Hab ich durcheinander gebracht. Entschuldigung. Wenn wir hier an diesem Punkt ankommen, an diesem Zielbereich ankommen, da, und wir kommen von hier unten, dann geht hier mein Stop auf Break-Even. Und hier stocke ich auch nicht auf, weil jetzt der Zielbereich bricht. Nein, dieser Trade, diese Position, die ich da unten starte, die dient nur dafür da, mir Kapital anzusammeln, um dann, wenn ich nach Euro pro reingehe, dieses Kapital in petto zu haben, um mir ein Polster zu schaffen, die Verluste, die eventuell mit dem nächsten Trade entstehen, auszugleichen. Das heißt, ich schaffe mir hier ein kleines Polster für mein Regelwerk, welches ich nach oben handeln will. Ich will ja nach oben. So. Dann kommt hier die Korrektur. Jetzt frage ich mal die alteingesessenen Europroler, die wir hier haben. Diese Korrektur, darf ich die nach Euro pro handeln? Jetzt bin ich gespannt. Greift hier das Regelwerk Euro pro? Hier in diesem Bereich? Ich male es mal ein. Und jetzt bin ich echt gespannt. Da sind wir, in diesem Bereich. Ich mache es nochmal zu, weil ich war ein Bild zu weit. Da. Diese Korrektur, darf ich diese Korrektur handeln? Ja oder nein? Blöd, ich habe doch einen zweiten Bildschirm mitnehmen sollen, um einfach zu gucken, um die Fragen einfach zu sehen. Das habe ich jetzt verpennt. Morgen mache ich das anders. Das nächste Mal mache ich das anders. So, hier kommt nein, streng genommen nein. Die Korrektur ist nicht weit genug gelaufen. Nein, das Hoch wurde nicht gebrochen, noch nicht. Nein, wenn man den Hintergrund weglässt und Minute abwärts trennt, der gebrochen wurde, bla bla bla. Nein. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, ja, der Filter fehlt sowieso noch, der ist noch neutral, aber ich habe hier das letzte Hoch im 5-Minuten-Chart. Da habe ich das letzte Hoch. Bis dahin geht es nur runter. Das hier unten ist nur Geeier. Das hier, das ist nur Geeier. Das heißt, dieses Hoch muss kaputt gehen. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, habe ich übergeordnet einen Trend? Ja oder nein? Und bis jetzt habe ich nur eine Bewegung. Dann habe ich hier die Korrektur und dann kommt die nächste Bewegung. Erst dann bin ich in einem Aufwärtstrend. Erst dann kann ich sagen, ja, ich habe einen Trend. So, ich habe ganz bewusst ein Idealszenario rausgesucht. Das heißt,
Genau in diesem Bereich darf ich noch kein Euro pro handeln. Aber was ich machen darf mit links, das ist, ich darf meinen Stop nachziehen. Die Position ist ziemlich weit fortgeschritten und ich darf meinen Stop auf Break-Even ziehen. Ganz entspannt. Und dann spielen mir die Zielbereiche, spielen mir hier super in die Karten. Weil er hat genau in diesem Szenario hat er Schwung geholt, hier unten abgestoßen. Genau das, was wir erwartet haben. Dieses Szenario haben wir nicht selten. Läuft genau den nächsten Zielbereich an, verletzt den ganz kurz, nimmt nochmal Schwung und ballert volle Granate durch. Volle Granate. Bewegung A, Bewegung B. Fast gleich lang. Die sind sogar fast auf den Pip genau gleich. Erste, zweite. Dann fehlt eine dritte Bewegung. Die dritte Bewegung sollte kommen, bevor dieses Tief hier wieder verletzt ist. Und diese Abwärtsbewegung. Hier habe ich Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da bin ich schön sauber in einem Aufwärtstrend, den ich jetzt als Grundlage habe. Und ich sehe auch, genau wie dieser Aufwärtstrend entsteht, habe ich auch einen blauen Hintergrund dahinter. Genau da liest er auch den Kram aus und sagt, okay, pass auf Jungs, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, jetzt seid ihr alle auf meiner Seite. Jetzt sind wir alle blau. Ach nee, Thomas ist schon weg. Der kennt das. Jetzt sitzen wir alle in einem Boot, jetzt sind wir alle blau. Ja, kennt der eine oder andere vom Weihnachtsmarkt, ne? Oder wenn er Wochenende wieder in der Düssel war. Aus dem Alter bin ich ja raus. Aber ich kenne Leute, die gehen gern mal in die Düssel. So in Frankfurt zum Beispiel. Kennst du die auch? Ja, ja. Echt? Ich mache das nicht mehr. Ich war Wochenende bin ich los, wollte zu einer Ü30-Party. Hat nicht funktioniert. Ich kam nicht rein. Tut mir leid. Ich durfte nicht rein. Er war 1,5 Zentimeter zu kurz. Also, hier haben wir die Korrektur. In diese Korrektur, die wollen wir uns jetzt in 1 Minuten angucken. Und im 1 Minuten brauchen wir einen Trend. Das ist genau dieses Bild. Das hier, was wir hier im 5 Minuten sehen, haben wir hier im 1 Minuten. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Bestätigung vom Zielbereich. Das ist der untere Zielbereich, den wir dann gesehen haben. Da. Nochmal zurück. Da. Den bestätigen wir hier. Da. Bilden hier einen Doppelboden. Und dann haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, und das hier ist in dem Fall für den ersten vorsichtigen Start, wäre für mich jedenfalls das hier der erste Punkt, wo ich anfangen kann, aufzustocken. Meine Position, die von unten kommt, die von da unten kommt, habe ich Break-Even abgesichert. Jetzt muss ich sehr schnell rechnen, wie weit kann ich jetzt gehen, wie weit kann ich diese Position aufstocken, um nicht mehr ins Risiko zu gehen. Das heißt, das Polster von da unten sollte nach Möglichkeit lang, um, wenn ich mit meinem Regelwerk nach Euro Pro jetzt hier in den Markt gehe, muss das Polster von da unten lang, die Gesamtposition Break-Even abgesichert zu sein. Ich habe die doppelte Positionsgröße, mit der ich unten gestartet bin und kann dann Gas geben. Da nochmal das Bild. Ja. Ups, falsch. Da haben wir dann die Korrektur. Dann fängt das Ding an zu laufen. Da nochmal den 1 Minuten. Wer, sag ich mal, ein bisschen grobschlächtiger denkt oder ein bisschen gröber denkt als ich, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Doppelboden. Einmal da, einmal da. Hier haben wir die erwischt, die unbedingt wollen, die unbedingt nach oben wollen. Zack. Hier haben wir einen Trendwechsel, auf jeden Fall wieder einen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend bestätigt schon mal, dass die Korrektur zu Ende sein kann, aber noch nicht zwingend muss, weil, das ist doch scheiße, da wollen wir hin. Da will ich hin. So. Und jetzt machen wir einen Screenshot. Da.
Mann, da haben wir das Hoch. Dieses Hoch hat er kaputt gemacht, dümpelt langsam wieder zurück. Erfahrene Händler suchen sich genau in diesem Bereich hier in dem Rücklauf schon mal die erste Position, weil je früher ich reinkomme, desto enger kann ich meinen Stop setzen. Mein Stop muss nämlich in dem Fall unter diese Tiefs mit 2, 3 Punkten Luft, weil nachlaufendes Tief, hier können wir auch nachlaufende Tiefs kriegen und dann soll das Ding anfangen zu laufen. Wer feinfühliger denkt und sagt, okay, da ist das letzte Hoch, da haben wir ein Hoch, da haben wir das zweite Hoch, hier haben wir das dritte Hoch, der muss logischerweise warten, bis diese Nummer kaputt ist. Und mein Ziel ist es, wenn ich meinen ganzen Tag durchblättere, mein Ziel ist es, wenn er diese Zielbereiche da unten abholt, die hier unten, dann soll er auch die Zielbereiche oben abholen. Nämlich genau die, hier haben wir eine gelbe Linie, 2 Zielbereiche darunter, soll er auch oben 2 Zielbereiche oben drüber abholen. Eintauchen, Korrektur, anfangen zu laufen und dann auf geht's nach oben. Hier haben wir die Zielbereiche unten, hier hatten wir unseren Entry. Ich habe die PowerPoint nicht selber gemacht. Hier unten hatten wir unseren Entry in diesem Bereich aufgrund dieses Bones. Ziel ist hier oben mit den Stufen diesen Zielbereich, diesen Zielbereich, diesen, eventuell diesen und diesen, der aber aufgrund von News oder sonst irgendwas gerne übersprungen werden kann. Und dann haben wir genau dieses Bild, wo er dann hier oben direkt reinballert. Wir haben, um Euro pro klar zu machen, wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Tief, wir haben diesen Zielbereich kaputt gemacht, Rücklauf, Anlauf an den Zielbereich da und da in diesem Bereich suche ich mir mein Setup nach Euro pro. Der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Unterstützt wird diese ganze Geschichte durch unsere Wolke. Wenn wir uns das mal angucken, die Linien laufen hier ein ganzes Stück parallel. Seht ihr das? Die laufen hier ein ganzes Stück parallel und wenn die den Schnitt nicht hinkriegen, sondern wenn die nur in Gänsefüßchen, nur parallel laufen, dann entsteht genau so eine Bewegung, so wie wir die hier haben. Wenn ich dann diese ganze Geschichte noch zusammenfasse und sage, gucken, ob ich jetzt hier die ganzen Dinger überhaupt wieder löschen kann. Deine Skype-Einblendungen sind übrigens immer noch zu sehen. Zu ja. Die Jungs, die sind hier im Webinar und im Skype und ich kann Skype nicht beenden. Ich finde meine Skype nicht. Ich weiß nicht, auf welchem Bildschirm die hier rumhockt. Tut mir leid. Entschuldigung. Datenschutz. Verkrümelt euch. Wenn wir dann die Kombinationen noch fahren und sagen, okay, wir haben hier die erste Bewegung und wir haben hier die Korrektur. Ich brauche hier nur ein FIBO drauflegen, dann sehe ich, bin hier super im 50er Bereich und diese Bewegung nach oben noch ziehe, dann kann ich das könnt ihr im Chart gerne nachholen, dann lande ich mit dieser Bewegung, wenn ich die hier dupliziere, lande ich genau hier dazwischen und dann muss ich da in diesem Bereich die Reißleine ziehen, da und dann muss ich dort raus. Aber die Nummer läuft hervorragend, wenn ich mir hier unten dieses Polster anfressen kann. Hier unten bis hierher mit diesem Stück schon Polster anfressen kann, um hier mit einem kleinen Risiko, wir können nochmal zurückschauen in den 1 Minuten, da, wir können hier in diesem Bereich, können wir uns eine Position holen, ich blätter gleich mal im Chart auf den Zeitrahmen zurück, dann sehen wir das vielleicht am 14., das kriegen wir hin, im Live-Chart nochmal zurückgucken. Dann sehen wir, dass wir in diesem Bereich hier einen super Entry kriegen mit einem kleinen Risiko. Und wenn wir dieses Polster von da nach da, nur um das mal optisch darzustellen, das heißt, der Abstand von da bis dahin, weil hier in diesem Bereich ungefähr steigen wir ein, das heißt, dieser Abstand, ja, nur um das optisch zu erfassen, ist ungefähr doppelt so groß wie der Abstand hier. Warum mache ich das?
Das hier ist das, was ich schon an Bewegung weg habe. Das heißt, ich bin mit einem Lot hier drin. Das heißt, ich kann, um Break-Even die Position hier drunter abzusichern, kann ich, wenn ich hier in diesem Bereich irgendwo einsteige und das hier als Risiko nehme und das hier ins Verhältnis zum Polster setze, kann ich diese Position, die ich hier drauf packe, doppelt so groß machen, wie die, die ich hier unten platziert habe. Das heißt, wenn ich hier mit einem Lot drinne bin, bin ich hier mit drei Lot drinne und habe trotzdem fast den kompletten Weg von der ersten Bewegung dabei. Und dann habe ich mit der Gesamtbewegung, mit dem einen Lot von hier unten nach oben, dreimal so viel drinne, wie ich an einem Tag haben wollte. Das heißt, ein volles Tagesziel. Mit der Bewegung hatte ich doppelt so viel drinne. Das heißt, ich habe zwei Tagesziele drinne und damit habe ich zwei Tage frei. Ich kann mir eine Nase popeln oder ich kann mir den ganzen Kram fairerweise auf ein Konto legen, weil der nächste Scheißtag kommt definitiv, der kommt garantiert, verspreche ich euch. Weil diese Dinger hier sind keine Einbahnstraße, mit Sicherheit nicht. Jetzt versuche ich mal, da sehen wir es, wie er dann die Bewegung durchzieht. Da rein, zack, und dann die Bewegung gleich der und dann landen wir genau da oben. Und genau diese Nummer, das ist das, was wir hauptsächlich bei uns in der Community handeln. Wer um ein kleines bisschen, vielleicht darf ich das ja ein kleines bisschen Werbung machen, darf, das sind unsere Kontaktdaten, wen das interessiert, wie wir handeln, was wir handeln. Wir freuen uns über jeden neuen Mitbürger oder jeden Mitstreiter bei uns in der Community, der mit uns Europro handeln will oder die Zielbereiche handeln will. Die ganze Geschichte ist nicht umsonst. Kostenlos ist sie auch nicht. Sprecht uns einfach an, da sind unsere Kontaktdaten. Schickt uns einfach eine Mail, nehmt Bezug auf das Webinar heute. Ich verspreche euch, zum Nikolaus schmeißen wir sogar ein bisschen was raus für die, die sich entscheiden sollten, zu uns zu kommen. So, jetzt gucken wir uns die ganze Nummer mal an. So, das Spiel heute, jetzt dreht er das genau um. Seht ihr das? Das ist der Tag heute. Er hat sich hier langsam nach oben gekämpft, um hier oben in diesem Bereich, in diesem Zielbereich zu drehen und dann volle Granate nach unten zu ballern. Deine Frage, ob das Ding vollautomatisch läuft, erzähle ich gleich was zu, wenn du nichts dagegen hast. Würde ich dir gleich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Das heißt, jetzt haben wir hier unten sauber alles abgeräumt. Rein theoretisch hat er heute noch Luft bis an die glatte 1,13, um das gleiche Muster abzuarbeiten, was wir uns eben gerade angeguckt haben. Muss nicht, aber kann. Wir haben keine Vola, wir haben Wir haben keine Vola im Markt. Wir haben wenig Bewegung. Und die Vola, die wir jetzt haben, die basiert mit Sicherheit auf... machen wir mal anders. Upp. Den hatte ich da vorhin schon mal da. Oder hatte ich den da? Nee, den hatte ich da. Ich möchte nämlich gerne mal dahin zurückscrollen. Das machen wir im Stunden. Da sind wir am 14. Da haben wir den 14. November. Da haben wir den Stundenchart im 14. November. Und da haben wir den 5 Minuten am 14. November. Und da sehen wir, genau. Da haben wir unsere Zielbereiche. Da. Unten angelaufen, sauber runtergehangelt und dann mit Schmackes nach oben, um dann direkt wieder nach unten zu marschieren. Bewegung A gleich Bewegung B, um wieder nach unten zu marschieren, Zielbereich wieder anzulaufen, wieder umzudrehen und die ganze Nummer oben nochmal abzuarbeiten. So funktioniert das und wir sehen es auch heute, also ohne, ich habe jetzt bloß ein schönes Präsentationsbeispiel gesucht, genau das gleiche. Erste Zielbereich, zweite Rücklauf, keine Schlusskurse darunter, zack, den nächsten auf den Tick,
zurück, wieder bestätigt, hoch. Hier oben lagen die Jungs, die Short wollen. Die liegen nämlich ganz knapp da drunter. Da, zack. Und dieser Bereich hier, den wir hier eingezeichnet haben, heute früh im Webinar, im Live-Webinar, der sollte nach Möglichkeit mit dem Schlusskurs nicht kaputt gehen. Hat er auch nicht gemacht. Jetzt dreht er wieder ab. Hier oben, zack. Jetzt hat er hier unten schön alles abgearbeitet. Jetzt ist der Blick nach oben und die Richtung nach oben frei. Die Frage nach dem Automatismus. Ich kann die Frage wohl verstehen, wenn einer nach automatischen Systemen schreit. Ich vertrete dazu eine ganz eigene und eine ganz spezielle Meinung. Ich kann sowas, so eine Geschichte so wie hier, die kann ich nur dann handeln, wenn ich verstehe, was ein Automat auch macht. Und ich bin ein absoluter Gegner davon, Automaten da draußen für $79, $149 zu verkaufen. Ihr könnt mir jetzt glauben, ich bin seit 12 Jahren hauptberuflicher Händler. Ich mache seit 12 Jahren nichts anderes als diesen Job, als hier im Markt zu handeln, meine Setups aus dem Markt zu ziehen, meine Marken aus dem Markt zu ziehen und diese nach Möglichkeit umzusetzen. Ich weiß, dass hier in dem Webinar jetzt ein Haufen Leute dabei sind, die uns schon seit Jahren kennen. Automaten nur dann, wenn ich mir selber was automatisiere. Das heißt, ich könnte das hier, was wir jetzt hier gerade sehen, das könnte ich mir mit Sicherheit automatisieren. Aber erstmal fehlt mir der Spaß. Ich fahre Oldtimer zwischendurch. Kein Automatik. Die Dinger müssen schalten. Ein Sportwagen muss geschaltet werden. Genauso ist es hier. Das Zweite ist, ein Automat macht nur dann Sinn, wenn ich genau weiß, was dieser Automat auch macht. Wenn ich nicht weiß, was der macht, dann weiß ich auch nie, das, was ich jetzt gerade mache, macht er das richtig oder macht er das falsch. Wenn ich den Inhalt einer Maschine nicht kenne, dann weiß ich nicht, tickt die richtig oder tickt die falsch. Ich weiß nicht, wann muss ich eingreifen, wann darf ich eingreifen, wie kann ich eingreifen, wie muss ich eingreifen, an welchen Schrauben muss ich drehen, damit das Ding wieder richtig tickt. Ich habe heute gerade mit einem Interessenten, vielleicht auch bald Kunden, etwas länger telefoniert und habe das Beispiel gerade erzählt. Ein Automat ist immer dafür da, mir die Arbeit zu erleichtern. Mehr nicht. Und dafür muss ich genau wissen, wie der tickt. In der Autobranche ist es immer so, dass früher zwei Leute Saugnäpfe genommen haben, bei Mercedes in der Taktstraße haben die eine Frontscheibe genommen mit den beiden Saugnäpfen und haben die Frontscheibe eingebaut. Dann wurde die eingeklebt. Heute sitzt so ein kleines Männchen auf dem Stühlchen, so wie ich das jetzt ganz gerne mal mache, sitzen auf dem Stühlchen und gucken zu, genau so wie ein Roboter jetzt die Scheibe da einklebt. Kommt der Roboter jetzt auf die Idee und sagt, guck mal, der Macker auf dem Stühlchen, der pennt, ich klebe die Scheibe mal da hinten ein, als Heckscheibe, dann weiß das Männchen auf dem Stühlchen ganz genau, du, mein lieber Roboter, mein lieber Automat, das machst du jetzt gerade falsch. Und dann drückt er auf den roten Knopf, auf den Ausknopf und sagt, okay, du machst nicht weiter, weil er genau weiß, was dieser Automat zu machen hat. Und genauso ist es hier auch. Nur hier vertrauen wir diesen Dingern blind, weil irgendeiner meint, der kann mir für $100, für $150 irgendwo eine Gelddruckmaschine verkaufen. Warum sollte ich eine Gelddruckmaschine für $150 verkaufen? Ich bin auch nicht bekloppt. Die kann für mich drucken, aber nicht für andere. Richtig, Hubert. Hubert kriegt heute ein Bienchen in sein Muttiheft. Ich zeichne am Wochenende gegen. Wenn man nicht versteht, was läuft, hilft auch kein Automat. Genau. Ich habe hier einen schönen Spruch bei mir im Büro an der Wand hängen. Wenn man nicht weiß, in welchen Hafen man segeln will, ist kein Wind der richtige. Und genauso ist es hier auch. Ich wollte den Nachmittag heute nutzen, um ein bisschen zu präsentieren, um unseren kleinen bescheidenen Laden von ca. 1.300 Leuten, 1.300 Mitgliedern, die wir in unserer Community inzwischen sind, um ihn ein bisschen präsent zu machen, ein bisschen vorzustellen. Wir zählen uns nicht zu den Leuten, die dafür da sind, Provision zu generieren und Leute in die Märkte zu jubeln. Wir sind nicht dafür da, die auf die Finger zu hauen und zu sagen, jetzt gehst du long, jetzt gehst du short, jetzt gehst du breit, jetzt machst du dies, jetzt machst du das. Und wenn du pinkeln gehst, dann machst du bitte schön einen Hosenstall auf, ansonsten wird die Hose nass. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, wenn du alleine vor deiner Kiste hockst und nicht weißt, wo du hin willst und den Weg nicht verstehst, nehmen wir dich in die Hand und zeigen dir den Weg. Das verstehe ich unter Community, das verstehe ich unter der ganzen Geschichte miteinander. Nicht dieses Gegeneinander, keiner gönnt dem anderen irgendwas Schwarze unter den Fingernägeln
und jeder schimpft nur auf die anderen. Nein, das ist bei uns anders. Wir arbeiten miteinander, wir gehen recht locker, wir gehen entspannt miteinander um. Wir helfen uns gegenseitig. Ihr habt vorhin die Einblendung in der Skype-Gruppe gesehen. Das ist eine Skype-Gruppe, in der sich ungefähr 100 oder 110 Mitglieder regelmäßig mal treffen. Die sind nicht alle immer da, aber dort kann man sich, wenn man Kunde bei uns ist, anmelden, kann dort seine Fragen stellen. Und wie hat Verona Feldbusch, die ehemals Feldbusch, hier Frau Postwinkel, wie hat die mal so schön gesagt, hier werden Sie geholfen. Wir sind nicht dafür da, dich reich zu machen. Wir sind nicht dafür da, deine Kohle zu verdienen. Wir sind auch nicht dein Mülleimer. Aber wir können dir helfen, wenn du in der Scheiße steckst und nicht mehr weißt, weder ein noch aus, wo links, wo rechts ist. Und nicht weiß, wie du jetzt irgendwelche Positionen behandeln sollst. Ich habe gerade so einen Kandidaten aus Süddeutschland, der mit sehr viel Geld in sehr, sehr, sehr vielen Positionen hängt, die ich mir jetzt mal reinziehen muss und ihm helfen muss, aus diesen Positionen rauszukommen. Dafür sind wir da. Wenn du mit unserer lockeren, illustren Art klarkommst und nicht den typischen Sparkassenvertreter im Schlips und im Anzug suchst, ich habe mir heute extra ein Hemd, ein gebügeltes Hemd aus dem Schrank genommen. Hehe, ich kann nicht bügeln. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ne? Ja, vorhin bin ich noch in Jogginghose und weißem T-Shirt hier rumgelaufen, hier im Schießer Feinripp und Filzpantoffeln. Nein. Wer nicht den typischen Sparkassenvertreter sucht, sondern wer einen Menschen versteht, der Klartext redet, weil das ist das Einzige, was hier hilft. Das Einzige, was uns in dieser Branche hilft, ist, wenn einer auch mal sagt, ey, du Idiot, was machst du hier eigentlich? Auch wenn das vielleicht nicht schön ist, aber die Sprache versteht man und ich glaube, die bleibt hängen. Der ist bei uns herzlich, herzlich willkommen. Wir handeln oder ich handle in der Regel 3 Tage die Woche mit meinen Leuten live. In der Regel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, morgens 7:15 bis Viertel vor 8 bis Viertel vor 9 und nachmittags 3:15 bis 4:15. Wir haben unser Soll für dieses Quartal lange, lange, lange erreicht an Stückzahlen von Webinaren. Und deswegen, ich habe vorhin unsere Kontaktdaten eingeblendet, das werde ich vielleicht nochmal tun oder ihr schickt Nelson oder so bitte eine E-Mail, er darf meine Kontaktdaten gerne weitergeben. Wenn ihr sehen wollt, wie wir arbeiten, dann schickt uns eine Mail, wir laden euch herzlich ein. Die 2 Wochen bis Weihnachten oder 1,5 Wochen, es sind noch vielleicht 4 Webinare, die wir machen, vielleicht auch 5. Gucken, wie es im Zeitplan passt. Auch ich muss Weihnachtsmann spielen. Ein Webinar ist bei uns sogar am 18. Was? Ein Webinar haben wir sogar zusammen noch dieses Jahr, am 18. Echt? Echt jetzt? Mhm. Ach du Scheiße, davon. Wieso weiß ich davon nichts? Was ist das für ein Tag? Das müsste ein Donnerstag sein. Lass ich mal schauen. Nee, es ist ein Dienstag. Der Dienstag nach dem 3. Advent, ne? Mhm. 18, 19, 20. Oh, okay. Alles klar. Gut, dass ich weiß. Aber nachmittags oder morgens? Morgens, um 7:45. Okay. Ja, dann heiße ich euch da auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass ihr das auch mal weißt. Nelson ist mein Kalender, wie man sieht. Okay, am 18. morgens auf jeden Fall, aber nur wer wirklich ernsthaftes Interesse hat, vielleicht unsere kleine Gruppe zu verstärken. Wir lieben Leute, die nicht nur nehmen, sondern bei uns ist ein Geben und ein Nehmen. Man bekommt bei uns sehr viel, aber man darf auch gerne seinen Beitrag dazu leisten, den anderen zu helfen. Das verstehe ich unter Miteinander und das verstehe ich unter Community. Wer wirklich ernsthaftes Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden, den laden wir ein, bis Weihnachten an den Webinaren teilzunehmen, unter anderem auch am 18. Schade, dass das morgens ist, aber das hätte man sich ein Glühwein gönnen können. Aber dann machen wir am 20. ein Glühwein-Webinar, oder? Nelson, hast du Bock? Klar. Dann machen wir am 18. morgens ein Webinar und am 20. machen wir einen Jahresabschluss, dann werden wir auch die Neuigkeiten für nächstes Jahr bekannt geben. Wir haben ein paar Überraschungen im Petto, die wir bis dahin hoffentlich auch fertig haben. Dann machen wir am 20. haben wir das ein Glühwein-Webinar. Aber ich meine das auch ernst. Wenn ich sage Glühwein-Webinar, meine ich auch Glühwein. Also das kann ich keine 2 Stunden machen, dann fällt die Sprache langsam schwer. Okay, wenn einer Fragen dazu hat, scheut euch nicht, uns eine Mail zu schicken. Es gibt, ich sage mal so schön, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Deswegen einfach raus damit und ansonsten meldet euch für die Webinare die nächsten Tage an. Dann gehen wir dort auf alle Fragen ein. Und damit möchte ich mich auch schon von euch verabschieden und werde mich verkrümeln aus diesem doch halbtoten Markt und
sage danke, Nelson, für die Bühne. Danke, dass ich unseren kleinen illustren Haufen ein bisschen vorstellen durfte und ein paar Sachen zeigen durfte, wie wir handeln, was wir handeln oder was wir gehandelt haben. Schön, dass der Markt auch heute ein bisschen mitgespielt hat und genau das auch widerspiegelt, was wir hauptsächlich tun. Wenn man dieses ganze Werk, was wir hier im Hintergrund sehen und was ihr jetzt auf dem Schirm seht, wenn man dieses ganze Werk einmal verinnerlicht hat, glaubt mir eins, mein Satz heißt immer, Börse ist ganz einfach. Und wenn man das hier einmal begriffen hat und das nicht mit Regelwerk B und Regelwerk C und Regelwerk F und so weiter verwechselt oder vermischt, glaubt mir eins, dann ist Börse einfach und dann verdient man auch Geld. In diesem Sinne sage ich einfach nur Dankeschön, dass ihr so zahlreich da wart und werde mich jetzt verabschieden. Da drüben wird mein Kaffee kalt oder mein Cappuccino. Ich weiß gar nicht, was man mir kredenzt hat. Hoffentlich mit Rum, dann ist es eine tote Tante. Und wünsche euch einen schönen Nachmittag und allzeit jede Menge Pips. Ja, vielen Dank. Du hast Eistee bekommen, ne? Weißt du ja. Nein, vielen Dank für das Webinar, Thorsten. Hat Spaß gemacht. Auch das Feedback jetzt im Chat ist genau die gleiche Rückmeldung. Zum Beispiel schreibt einer, mir ist einiges klar geworden. Also schön, dass du auch deine Setups ein bisschen erklärt hast. Und danke natürlich an die Teilnehmer für das Interesse und fürs Dabeisein. Natürlich auch hier für die Interaktivität auch im Chat. Und das Webinar wird selbstverständlich hochgeladen. Thorsten ist da ja meistens ein bisschen schneller als ich, aber wir werden nicht versuchen. Die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. So schaut's aus. Aber sollte heute im Laufe des Tages auf jeden Fall klappen. Von daher noch eine schöne Woche, noch einen schönen Abend heute. Und ja, hoffentlich bis zum 18. Und bis dahin passen sich auch viele Positionen auf. Und ja, bis dann. Ciao, Thorsten. Danke. Ja, tschüss. Moin, moin.